Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Irgendwie in meinen letzten Videos bin ich viel zu extra. Let's tone it down a little bit. Hi, people, ich bin's, Mikey. Oh, ich bin zu extra, lass es doch mal versuchen. Hi, people, ich bin's, Mikey, euer Abservus-Stylist. People, welcome back to my channel. Okay, people, I'm done. Heute ist der dritte Tag von Island Time. Oh, yes. And it got steamy, people. Ricarda and Misha was doing the nasty. Oh yes, did you see it? Wir zeigen diese Bilder ausschließlich aus dokumentarischen Gründen, damit die Nachwelt später mal Bescheid weiß. Habt ihr das gesehen? Sogar der Kommentator hat gesagt, heutzutage wird Liebe mit der Hand gemacht, hör mal. Diese wunderschöne Folge fängt damit an, dass Danilo, Misha und Yasin sich gegenseitig den Körper rasieren. Look people, ich bin gay. Ich glaube, ich musste das nicht so wirklich klarifizieren, aber ich bin ich bin gay. Und ich habe viele gay Dinge in meinem Leben erlebt, gesehen, getan. Sich gegenseitig rasieren, das ist sogar so ein Gay-Level, wo ich selber noch nicht bereit bin. Okay? Like, I don't know. Warte mal, ich muss diesen Hut abnehmen, das ist mir zu anstrengend. Let's tone it down a little bit, people. So, wo war ich? Ist so sich gegenseitig rasieren, ist so ein Schritt, den ich selber noch nicht bereit bin, irgendwie zu machen. You know, versteht ihr, was ich meine? But no judgment. Naja, egal. Moving on. Unsere arme Single Denise einen emotional moment erleben musste. Und was ist ein Grund? Denise ist immer Single gewesen seit dem Anfang. Und die einzige Zeit, wo Denise nicht Single war, war, als Danilo sie nehmen musste als zweite Wahl. You know, like, ich verstehe den Frust von Denise, aber hier konnten wir die süße Seite von Mr. Yasin sehen. Wir sehen ganz viele Seiten von Yasin in dieser Folge. Ich komme noch dazu, people. Und er hat sie getröstet und hat gesagt, es geht nicht um den Alter. Es geht um, wie man sich innen drinne fühlt. Ich stimme dir zu, Yasin. Und das Ding ist, Leute, ich konnte auch mit Denise sehr, sehr fühlen, weil sie hat in die Kamera geschrien, ich will einen Mann! Yes! Ey Leute, falls das Licht die ganze Zeit sich ändert, das ist, weil ich gerade mit Naturlicht filme und die Sonne kommt und geht, wie sie will. Und während ich sage, die Sonne kommt und geht, wie sie will, sie kommt gerade wieder, wie mehr. Anyways, wir alle kennen Eric. Eric ist so ein bisschen der Unbeliebte, der ein bisschen seltsame in dieser Dingens. Und die haben versucht, ihn mit Lisa zu verkuppeln. Die Leute, die die Sendung verfolgen, wissen, dass ja Lisa offiziell ein Paar ist mit Yasin, aber Yasin ist hitting it off with Samira the whole time. Die haben dann versucht, dass Eric und Lisa sich so ein bisschen mehr verstehen. Und Lisa wollte eigentlich, aber für Eric kam das trotzdem nicht in Frage. Ganz ehrlich, der Eric, der hat mir ein bisschen zu viele Ansprüche. Der will, was er will, was er will. Aber man muss ein bisschen selbstreflektiert sein, Eric. Vielleicht die Frage, die man stellen möchte, ist nicht, in wen bist du interessiert, sondern wer ist in dich interessiert. Leute, ich bin so gestört, diese Folge. Bitte, bitte sei nicht genervt von mir. Ich bin auch genervt von mir, aber ich brauche irgendwie ein bisschen extra in meinem Leben gerade. Es ist sehr traurig gerade, okay? Wie ich am Anfang erwähnt habe, wurde ja Danilo mit Asina gematcht. Und es sah auch in der letzten Folge so aus, dass die ziemlich hit-off gemacht haben. Aber anscheinend hat es nicht so gefunkt, weil Danilo hat Rat dann bei Denise gesucht, Miss Single Queen. Wie soll er das machen? Er findet Asina doch ganz toll, aber trotzdem will er Diana. Und natürlich, wie ich es in meiner letzten Folge schon erwähnt habe, hat der, ich habe das italienische Blut in mir. Das ist keine Ausrede, Danilo. Wenn du einfach ein F-Boy bist und nicht auf eine Person dich entscheiden kannst, heißt es nicht, du bist Italiener. Heißt es einfach, dass du ein F-Boy bist. Oh, yes. Daraufhin hat er natürlich auch Asina zu der ganzen Situation erleuchtet. Er hat Asina erklärt von seiner Situation und es sah so aus, ob sie so ein bisschen freundlich auseinandergegangen sind. We will see how that continues. Es ist auch Zeit, dass der Neue jetzt ins Spiel kommt. In der letzten Folge haben wir ja erfahren, dass in dieser Folge jetzt einen Mann dazukommt. Einen neuen, einen mysteriösen Granatosaurus Rex. Hi, ich bin Armin, bin 28, komme aus Köln. Hab mitten in Köln ein Zahnbleaching-Studio und arbeite nebenbei als Fitnessmodel. Ja, der ist halt groß gebaut, aber seine Vibes sind nicht wirklich Granatosaurus Rex. Ich kann Zähne bleachen, ja. Und er hat sich dann per Text, per SMS oder WhatsApp oder was auch immer, irgendwie Instant Message Service auf dem iPhone gemeldet. Nachricht. Hallo Mädel, ich bin der Neue.
Hat dann aber nur Samira und Asina ausgefragt. Oh yes. Ich finde euch alle umwerfend, aber erst einmal möchte ich zwei von euch näher kennenlernen. Asina und Samira. Und es sorgt für eine kleine Unruhe in der Gruppe. Ich hole euch gleich ab. Sau Jungs, ich bringe sie wieder. Vielleicht endlich ein echter Kerl. Was für echter Kerl, Mann. Was für, ey, der macht gleich schon Stress, ne? Männer, wir müssen noch ein bisschen trainieren. Bruder, der ist breiter wie du. Der ist breiter wie du, Bruder. Weil der ist auch nicht reingekommen und hat sich vorgestellt. Der stand einfach nur draußen halbnackt und hat die beiden dann abgeholt. Vielleicht, wo das hier so geschrieben ist. Ich meine, es ist still Reality TV, people. Jetzt kommen wir zu, wo es interessant wird. Und Yasin ist ja mit Samira zusammen, also inoffiziell. Offiziell ist er mit Lisa gepaart, aber da passiert nichts, deswegen he's sticking it to Samira. Das ist so diese Anfangphase von einer Beziehung, die nicht wirklich passieren wird. Kennt ihr das? Ihr seht das doch zwischen euren Freunden manchmal so, weißt du? Das ist so, es funkt zwischen zwei Leuten, die treffen sich auch immer, aber die verletzen sich gegenseitig nur und streiten sich irgendwann mal bis 3 Monate später. Da passiert nichts mehr. Und ich glaube, da ist so ein bisschen sexuelle Energie zwischen denen. Die mussten das einmal ausarbeiten und danach würden die sich auch nicht mehr wirklich sehen. Ich glaube, das ist so eine sexuelle Energie, deswegen funkt das. Naja, egal. Es funkt zwischen ihnen und Samira. Ihm frustriert das, weil Samira zu einem Date ausgefragt wurde und er fängt langsam an zu spinnen. Echt? So schlimm? Ja, Alter. Jetzt, nur vorher war es mir scheißegal. Vorher war es mir scheißegal. Weil es so lange geht, oder? Ja, umso länger sich das Ganze rauszieht, umso mehr kotzt es mich schon an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich Yasin gesehen habe und wie er da so rumgespinnt hat, fand ich den auch ganz süß. Ja, auf jeden Fall, ich bin Single. Wer mich noch haben möchte, kann sich gerne in meine Wege setzen. Meine Fußtatzen sind sehr groß. Ich bin ein Mann und ich bin free. Geht weg, geht hoch zu ihm. Spielst du Spiel? Dann spielst du Spiel mit Krokodil, aber nicht mit mir. Das gibt's nicht mehr bei mir. Das war's. Ich kann nicht jedes Mal die ganze Zeit, hey Babe, was geht? Ich bin sehr verletzt über das, was sie heute mit mir gemacht hat. Das hat sie mit Absicht gemacht, um mir eins reinzudrücken. Hat sie gedacht, das musste nicht sein, das ist nicht respektvoll. Guck, schon wieder guckt er mich so böse an. Geh, Mädchen, geh. Lass mich in Ruhe, okay? Geh einfach raus. Ich hab keine Nerven einfach. Ja, was hast du denn jetzt? Geh einfach. Wir sind nicht hier im Kindergarten, Mann. Na, weil du anscheinend zum Armin gegangen bist. Das kann doch nicht sein, wenn ich mit Armin geredet habe, dass er sauer ist. Doch. Ich liebe diese irrationale Eifersucht. Ich lebe damit, keine Ahnung. Vielleicht deswegen habe ich nur Idioten. Wenn es weiterhin interessant wird, I will keep you posted. Until then, you know you love me. XOXO, Mikey. Mwah.